Wir sind hier auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Langwege gerufen worden zu einem Schweineschallbrand. In diesem Schweineschall brannte die Innendecke vollkommen aus, die dann auf die ca. 80 Schweine, die dort drin waren, draufgefallen sind. Und somit sind die Schweine leider verendet. Insgesamt hätte der Schweinestall ca. 900 Schweine fassen können. Nein, der Brand ist nicht weiter ausgetreten, weil eigentlich nur erstmal die Decke angefangen ist zu brennen. Und die konnten wir also relativ schnell noch wieder das Feuer löschen, sodass die Binder nicht großartig in Mitleidenschaft gekommen sind. Das Einzige sind einige Lüfter, die dann abgebrannt sind und im Schweinestall reingefallen sind. Zur Hälfte war der Schweinestall mit einer Solaranlage bedeckt, aber das konnten wir von unten durch Innenangriffen auskriegen, das Feuer. Brandursache kann ich im Moment noch gar nichts sagen, das kann man noch nicht überblicken. Vor Ort sind wir mit ca. 40, 45 Einsatzkräften im Moment. Eine Wasserversorgung brauchte nicht mehr aufgebaut werden, das Löschwasser reichte also aus, um das Feuer auszubekommen. Jetzt im Moment werden noch letzte Brandnester gesucht mit Hilfe einer Wärmebildkamera, um auch ganz sicher zu gehen, dass wirklich alles gefunden wurde an Feuer, was da war und noch aus ist.